Ich möchte Sie entführen, sehr geehrte Damen und Herren, und Sie noch einmal, lieber Bruder Michael Putzke, nach Kassel vor das Fridericianum zur Zeit der Documenta und lassen Sie vor Ihren inneren Augen das Mohnfeld, das dort war, noch einmal lebendig werden, dass dieses Mohnfeld zum Exemplum für Gottes Wort in unserem Leben wird. Dazu braucht es einen Prediger bzw. eine Predigerin, die begabt ist, hinter die Dinge zu schauen, den Vordergrund zu durchbrechen, sodass die Dinge zu sprechen beginnen. Liebe Zuhörer, mit dem Predigtpreis für die beste Predigt 2008 wird in Michael Putzke ein Prediger geehrt, den ich zusammenfassend mit folgenden Stichwörtern zeichnen möchte. Er hat ein Gespür für den Kairos. Über die Documenta kann man nicht 2 Jahre danach predigen. Jetzt war es dran und jetzt hat er zugepackt. Dabei ist er kreativ, kontemplativ, wach für Lebensprozesse und sensibel für die Sprengkraft des Kleinen und offen in ökumenischer Weite. Und in diesem Sinne nehme ich diese Ehrung liebend gerne an. Was mich seit Jahren umtreibt, ist die Frage, was eine Predigt eigentlich bewirken kann. Ich komme ja als Methodist aus einer Freikirche, deren Wurzelboden die Erweckungsbewegung ist. Und heute schauen wir manchmal so in unsere Geschichte hinein und stehen mit großem Staunen davor, dass in den Anfängen unserer Bewegung die Prediger in die Öffentlichkeit hineingegangen sind, auf die Plätze, in die Kneipen und gepredigt haben. Und das Entscheidende ist wohl, dass Menschen sie gehört haben und sie haben diesen Menschen es abgenommen, diesen Mohn hier auszustreuen. Wenn die Tauben alles wegpicken, hat das Sinn? Macht das Sinn? Sind nicht Beziehungen viel wichtiger? Wäre es nicht viel wichtiger, als Pastoren näher bei den Menschen zu sein, Besuche zu machen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, Hand in Hand? Als ich dann im September 2007 am abgeblühten Mohnfeld stand, habe ich mich gefragt, darf ich darüber predigen? Was mich dann motiviert hat, war ein Grundsatz, den Professor Achim Härtner der Theologischen Hochschule unserer Kirche in Reutlingen geprägt hat. Er hat uns gesagt, eine gute Predigt ist eine dosierte Provokation. Predigten verfolgen einen Zweck, immer. Sie wollen das Vertrauen auf Gott wecken. Sie wollen das Vertrauen auf Gott stärken. Sie wollen Menschen ermutigen, trösten und sie wollen Glauben wecken. Unter den Einsendungen, die die Jury in diesem Jahr erreichte, war auch die Predigt des 18-jährigen Malte Schumacher. Er ist der über die Jahre hinweg wohl jüngste Teilnehmer an dem Predigtpreiswettbewerb. Ich finde diese Predigt von Malte Schumacher im Lichte dessen, was ich eingangs sagte, bemerkenswert. Denn an diesem Beispiel, ich empfehle es Ihrer Lektüre zu Hause, lässt sich zeigen, was eine Predigt auch ist. Sie hilft, eine Situation zu klären. Im konkreten Fall die Trauer um den Tod des Bruders. Und plötzlich war da verstehen, Gott liebt dich, auch wenn du sein Tun nicht begreifst. So formuliert es Malte Schumacher in seiner Predigt. Das Licht, das Gott in meinem Herzen entzündet hat, auch an andere weitergeben, heißt es in Maltes Predigt. Den Glauben weitergeben,
Das ist die Mission dieses jungen Mannes. Wir haben mit dieser neuen Internetseite sehr schöne Möglichkeiten, Sie als junge Prediger anzusprechen. Wir haben Podcasts, wir haben Video. Wir bitten Sie, schicken Sie Ihre Predigten ein. Haben Sie Mut, schicken Sie sie uns. Die Jury wird Sie prüfen und vielleicht sind Sie nächstes Jahr dabei. Wir laden Sie ein.